Alles andere als 3 Punkte gegen den Tabellenvorletzten wäre eine riesige Enttäuschung gewesen für den EVL, bei dem Trainer Andreas Brockmann krankheitsbedingt nicht dabei war. Co-Ewald Steiger, also verantwortlich hinter der Bande, und der sah in der Anfangsphase dominante Landshuter, die vor knapp 2600 Zuschauern allerdings wieder einmal die alte Platte aufgelegt hatten. Viele Topchancen, aber leider kein Tor. Und so gingen plötzlich die Gäste, bei denen Trainer Igor Pavlov nach der anhaltenden Talfahrt heute entlassen wurde, nach 10 Minuten in Führung. Der EVL bringt die Scheibe hinten nicht raus und dann trifft der gebürtige Bremerhavener Lennart Palausch zum 1:0. Erst am Freitag das 0:3, jetzt also auch noch das, bisher ein Bremerhavener Albtraumwochenende für Landshut. Direkt danach hätte Patrick Jarrett dafür sorgen können, dass es kein böses Erwachen gibt, aber er scheitert am Pfosten. Auch in der Folge Spiel auf ein Tor, aber der Kasten von Florian Proske schien wie vernagelt. Und fast hätte es sogar noch eine weitere eiskalte Dusche gegeben. Andy Gavlik lässt sich da abkochen, aber Tyler Wyman rettet gegen Marcel Kurt. 0:1 nach 20 Minuten, so hatte man sich das sicher nicht vorgestellt. Aber dann kam das zweite Drittel und der Auftritt von Förderlizenzspieler Eddie Rinke-Leitanz. Er war, wie auch Fabio Wagner, dieses Wochenende als Leihgabe aus Ingolstadt mit dabei. Am Freitag in Bremerhaven noch mit einer Spieldauerstrafe raus, drehte er hier die Partie im Alleingang. Erst das 1:1 in der 22. übrigens top vorbereitet von Wagner und dann das 2:1 in der 36. Minute. Die Jungs haben mir das leicht gemacht. Die haben mich gleich aufgenommen. Alle sind super nett und es ist eine super Truppe hier. Haben mich gleich wohl gefühlt und ja, also. Auch dazwischen viele, viele Chancen für die Hausherrin, wie hier für Billy Chu. Landshut machte sich das Leben einmal mehr selbst schwer. Also wir hatten definitiv viele Chancen, die auch nicht genutzt wurden. Aber die Mannschaft hat nicht nachgelassen, wir haben weitergearbeitet. Das erste Drittel war schwer, im zweiten Drittel kam man schon besser rein. Im dritten Drittel dann haben wir schon auch also viel mehr Chancen gehabt als die Heilbronner. Und ja, also wir haben einfach nicht aufgegeben, weitergekämpft und haben nach dem 1:0 sozusagen bin dann zurückgekommen und haben es gedreht. Zu Beginn des Schlussabschnitts erstmal eine Schrecksekunde. Nach einem Missverständnis der Gastgeber hat Conor O'Donnell das 2:2 auf dem Schläger, aber Wyman zur Stelle. Aber dann erlöst PJ Fenton beim x-ten Alleingang in der 50. Minute die heimischen Fans mit dem 3:1. Angesichts der Harmlosigkeit der Falken bisher in dieser Partie sollte das doch mehr als die halbe Miete sein. Und letztendlich war sie das auch, denn Fenton schnürte in der 56. Minute. Heilbronn hatte extrem früh den Goalie rausgenommen, einen Doppelpack. Die Falken erzielten zwar postwendend ihren zweiten Treffer, zum zweiten Mal schlug Palausch zu, aber spielentscheidend war dieser Treffer in der 57. Minute nicht mehr. Zumal Jarrett mit einem weiteren Empty-Netter rund eine Minute vor dem Ende noch den 5. Landshuter Treffer zum 5:2 Endstand drauflegte. Im letzten Drittel hätte man halt gewünscht, nach dem 3:1, dass halt dann ein bisschen cleverer sind, halt mal die Scheibe ein bisschen chippen über Bande, nach vorne über Bande tief bringen, um ein bisschen Druck aus dem eigenen Drittel wegzunehmen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das ein verdienter Sieg für uns. Den Siegerpuck für die beste Leistung hätte sicher auch Rinke-Leitanz verdient gehabt. Die Mannschaft entschied sich aber für Steiger, der damit die Ehre hat, ein Kabinenfest zu schmeißen. Das würde er nach den gewonnenen 3 Punkten sicher gerne tun.